So, raus hier. Und bevor wir weiterreisen, sollten wir noch ganz kurz den Goldschmuck verkaufen. Und ich glaube, die Schlüssel können wir inzwischen auch aussortieren. Zumindest der goldene, den brauchten wir bei dem Daspota-Schatz in der Ecke. Da war die Tür jedoch leider verbuggt. Und ich glaube, der Schlüssel hier ist noch aus der alten Zwingfestung. Also, nein, suchen wir uns jetzt einen Krämerstand. Der müsste sowas aufkaufen. Und zwar von Mürrim. Goldschmuck. Goldschmuck. Ja, den Menchalkaktus könnten wir eigentlich auch wieder verkaufen oder wegwerfen. Aber der könnte später noch praktisch werden. Also wenn es mit den Krankheiten ein wenig akuter wird im zweiten Teil der Serie. Da können wir die ganz gut gebrauchen. Ja, da ist noch ein Goldschmuck. Und jetzt kommen die Schlüssel. Der goldene kann weg und der kann weg. Bei dem roten bin ich mir nicht ganz sicher, wo der herkam. Deswegen nehmen wir den erstmal mit. So, da probieren wir mal 40%. Gwendolyn, zwinker, zwinker. Also 100 Dukaten. Und schon sind wir wieder im vierstelligen Bereich. Ja, so muss das sein. Apropos vierstellig, wie viele Zaubertränke haben wir noch? Und wir hatten gerade neue gekauft. Ja, du hast immer noch zwei, das ist zu viel. Die können gleich wieder hier hin. Der kann weg. Und ich habe mir überlegt, wir könnten einfach die Gruppe gleich aufteilen in der Herberge. Also, wenn wir jetzt direkt zur Herberge gehen. Ich bin nur noch am Hadern, ob wir es vielleicht aufschieben sollten oder nicht. Dann könnten wir einfach die Frauen vorschicken und die Männer irgendwo im Eingang lassen. Und zwar die Frauen, weil Yallin, Mürrim und Talana halt ihre Astralenergie haben, wo sie recht schnell recht viel Schaden verursachen können. Außerdem widerstehen Mürrim und Talana eh diesem Versteinerungszauber, weil ihre Magieresistenz von Natur aus hoch genug ist. Yallin könnten wir dann den Stirnreif geben, damit sie beide Hände frei hat zum Schießen. Und Gwendolyn, die mitkommt, um eigentlich nur Schlösser zu knacken, der könnten wir den Ring hier in die Hand geben. Damit werden die vier geschützt und Georgon und Tirik warten halt einfach am Eingang. Und ich denke mal, die vier schaffen es auf jeden Fall. Denn selbst Mürrim und Talana im Duett haben sich ganz gut geschlagen da unten. Das dürften dann die vier auf jeden Fall hinbekommen. Ich würde trotzdem noch ganz gerne ein paar Sachen vorerledigen, um vielleicht noch eine Stufe rauszubekommen. Und zwar sagt meine Liste, wir haben noch ein Asgrim Torbolzon in Breida. Da stand bei mir hinter Lügner. Das würde ich nochmal gerne nachprüfen. Sonst haben wir noch den Hinweis in Fex-KR. Was aber wahrscheinlich ein Fake ist. Also Breida. Wo ist Breida? Jetzt müssen wir raus zu dem komischen Stadttor. Das aussieht wie ein Haus. Hier. Nein, wir wollen gucken. Lass mich. Oh, Schule der Hellsicht. Nein, danke. So, Breida. Ich habe, glaube ich, schon zwei, dreimal danach geguckt. Aber ich habe es wieder vergessen, wo es ist. Ich glaube, das war hier oben irgendwo. Da ist Toss und da ist Liskur. In einem der beiden Städte, oder Dörfer, gab es den Waffenhändler mit dem Tutsacker. Aber wir kommen halt nicht durchs Gebirge durch, weil noch Winter ist. Tianset, Overson. Sicher, dass Breida hier oben war? Also hier war irgendwo Felsdane, Oberorgen, Angbodiertal? Nein. Willenheim? Auplock? Angbodiertal ist da. Da haben wir das Kartenstück ja schon her. Tjolla. Mann, Mann, Mann. Wärmhack. Es wäre doch nicht zu viel verlangt gewesen, wenn Tirik auf seine schöne Karte hier Notizen gemacht hätte, wie die Städte heißen. Und nicht einfach nur rote Punkte. Und wir ihn jedes Mal fragen müssen, du, was ist das da für ein roter Punkt? Aber na gut, man kann wohl nicht alles haben. Oh, und hier unten auf die Insel wollte ich auch noch. Da haben wir Gerüchte über einen Drachen gehört. Das scheint uns zwar ein wenig abwegig, aber vielleicht gibt es da irgendwas zu holen. Und jetzt bin ich gleich wirklich einmal rum, ohne dieses doofe Breida gefunden zu haben. Breddel, Mannrin. Da, Breida. Das ist gar nicht so weit weg. Ja, da sollten wir auf jeden Fall vorbeischauen.
wo wir schon hier unten in Torwall sind. Also, wir wollen nicht nach Wermhack. Wir müssen wahrscheinlich den Ostausgang nehmen. Das wäre dann wohl... Hier stinkt die Straße ganz besonders. Oder seid ihr das? Wo es so erwähnt wird, wir waren lange nicht mehr in einem Badehaus. Also vielleicht sind wir das auch. Oder ein gewisser jemand. So, Fährstation Tjolla und da biegen wir dann rechts ab. Aber erstmal wird gejagt. Kann was Essbares erlegen, sehr schön. Tirik, Gerugon und Gwendolyn halten Wache und Yallen guckt erstmal, wie es im Inventar aussieht. Viel zu voll. Wir haben nicht vergessen, einen Goldschmuck zu verkaufen. Na gut, der kommt zu Tirik. Keiner ist stark überlastet, das ist schon mal gut. Und... Ja, dass der eine Slot reicht. Also, 5 Stunden Kräuter suchen bitte. 3 Baymark-Blätter. Die schützten ja ebenfalls gegen Krankheiten. Könnten wir also auch versuchen, da unten zu schlucken. Allein schon, um von den Mumien und Zombies und was weiß ich da noch rumkreucht, nicht angesteckt zu werden. Aber ja, so, schlafen. Weiterreisen und gleich Gewaltmarsch, damit wir noch vor der Nacht da ankommen. Und von hier aus müssen wir jetzt nach Osten weiter. Ins eigentliche Tjolla. Und wir haben es eilig, also bezahlen wir ruhig ein paar Heller mehr. Da ist der nächste Ausgang. Ab nach Breida. Selbes Spiel. Das finde ich übrigens im nächsten Teil sehr schön gelöst. Also im zweiten Teil der Trilogie wählt man einmal aus, was man gerne machen würde. Also hier Wachen aufstellen, wer jagen soll, wer Kräuter jagen, Kräuter sammeln soll. Und danach wird es jedes Mal automatisch gemacht, mit einem Klick. Das verringert die Zeit zwischendurch doch um einiges. Also die Reisezeit. Und ist auch nicht ganz so monoton. Ein kleiner Bachlauf. Wollt ihr euch nach Nahrung umsehen? Nein, wir reisen weiter. Und wir haben es gerade noch nach Breida geschafft. Das ist doch schön. Haben wir von hier schon eine Karte? Nein, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wir suchen uns jetzt nach einer... Wir sehen uns jetzt nach einer Taverne um und fragen da mal, ob jemand diesen Nachfahren kennt. Oh, ist ja doch ein Ticken größer hier. So. Die Goldgrube. Hallo, Goldgrube. Die Taverne ist nicht schlecht besucht. Wir hätten gerne 6 Bier. Und, ihr kennt euch doch hier aus. Kennt ihr vielleicht einen Asgrim Torboldsson? Der Name sagt mir nichts. Hat er vielleicht noch irgendwas anderes? Kurz vor Serske hat einer die Fährte von Waldrindern entdeckt. Och, nö, danke. Wir werden nur noch eingeladen, das akzeptieren wir natürlich auch. Darf ich mich vorstellen, mein Name ist Asgrim Torboldsson. Oh, das ist ein Zufall, wir suchen euch nämlich. Tatsächlich, warum denn? Er macht vage Andeutungen, aber als der Name Hügelig fällt, horcht er auf. Ein interessantes Thema, aber ich glaube, diese Kneipe ist nicht der geeignete Ort, um darüber zu reden. Wir könnten zu mir nach Hause gehen. Also entweder ist es hier wirklich zu riskant oder will uns in irgendeine Falle locken. Vielleicht arbeitet er ja zusammen mit diesem Händler namens, wie heißt er noch gleich? Händler Kolborn, den jagen wir ja immer noch. Aber dann sollen sie halt versuchen, uns eine Falle zu stellen. Das kriegen wir schon hin. Also, einverstanden. Gemeinsam verlasst die Taverne. Nun kommt doch erstmal rein, meint Asgrim freundlich. Einladung soll man nicht ausschlagen. Asgrim gibt sich alle Mühe, seine Gastfreundschaft zu beweisen. Kein Zweifel, dass ihm Travia auf lange Sicht wohlgesonnen ist. Nachdem er euch einen Eintopf serviert hat, holt er ein paar Becher und einen Krug herbei und spendiert eine Runde Selbstgebrautes. Zum ersten Mal seht ihr, seit ihr das Haus betreten habt, kommt er dazu, sich zu setzen. Er scheint recht hektisch zu sein. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes, sei dahingestellt. Sicher interessiert ihr euch für meinen Urgroßvater. Ur-Urgroßvater ist es sogar. Mag sein, das kommt drauf an.
Na, ihr werdet noch staunen. Wisst ihr, mein Urahn war nämlich der einzig Überlebende der Expedition, die Hügelig ins Orkland übernommen hat. Oh, der einzig Überlebende? Der ist aber doch wahnsinnig geworden, oder? Wir haben da sowas läuten hören. Na gut, gucken wir, was er noch zu sagen hat. Ja, bis nach Fexkaer sind sie damals gekommen. Und sogar weit darüber hinaus. Das wohl. Und mein Ururgroßvater hat, wie gesagt, als einziger überlebt. Und das, obwohl es den alten Hügelig damals erwischt hat. Ja, das ist noch ein Hinweis danach, wo das Grab von Hügelig sein könnte. Also auf unserer Karte sehen wir ja schon, dass er in der Nähe von Fexkaer ist. Und da in der Nähe ist er dann wohl auch endgültig gestorben. Oder wurde zumindest da in der Nähe dann beigesetzt. Nein, ich weiß schon, was ihr sagen wollt. Aber er war kein Feigling, mein Ururgroßvater nicht. Ich kann es euch beweisen, er hat Beutestücke von den Orks mitgebracht. Er verschwindet kurz im Nebenzimmer und kommt mit einer Schatulle wieder, deren Inhalt er auf dem Tisch ausbreitet. Ein paar uralte Goldmünzen, ein Medaillon und ein seltsames, schmiedeeisernes, federgeschmücktes Gebilde, das entfernt an einen Sternreif erinnert. Die Krone eines Ork-Häuptlings, verkündet er stolz. Hat der olle Askrim persönlich dem Oberschwarzpelt vom Kopf geschlagen. Wirklich ein Held, euer Ururgroßvater. Das will ich meinen, brüstet sich Askrim, als habe er selbst den Ork-Häuptling zur Strecke gebracht. Und gleich neben ihm hat es den alten Hügelig erwischt. Und all die anderen sind auch den Orks zum Opfer gefallen. Am Ende stand der olle Askrim allein auf dem Schlachtfeld. Ja, so war das damals im Orkland. Also wir könnten langsam versuchen, auf den Punkt zu kommen, was denn mit Hügelig sei. Aber er scheint ja doch recht stolz auf seinen Ururgroßvater zu sein. Und vielleicht, wenn wir weiter Informationen aus ihm rauskitzeln, die er auch gerne preisgibt, sagt er irgendetwas, was wir auch wirklich gebrauchen könnten. Also fragen wir weiter nach seinem Ururgroßvater. Der olle Askrim hat sich bis nach Hause durchgeschlagen, ganz allein. Naja, das ist das Ende der Geschichte. Askrim hat sich hier in Breida niedergelassen, um auf seine alten Tage zur Ruhe zu kommen. War ja schließlich nicht mehr der Jüngste. Ein paar Jahre später ist er dann gestorben. Aber so endet es ja mit allen von uns, ob Held oder nicht. Wir könnten jetzt sagen, dass wir leider gehen müssen. Da ist ja auch die Frage, wie das gemeint ist. Wollen wir wirklich gehen als Heldengruppe oder wollen wir mit ihm dadurch nur rausködern, dass er vielleicht jetzt noch so ein Kartenstück rausrückt oder irgendeine andere Information? Das ist mir zu unsicher. Wir fragen jetzt nochmal über Hügelig. Hügelig. Immer reden alle nur von Hügelig. Aber von eurem Askram redet keiner. Fragt doch bei Chora Arenson und Otterchen nach. Der ist doch mit ihm verwandt, oder nicht ich. Oder diese Ragnar Fyrunjasdotter. Vielleicht glaubt ihr den Leuten in Witsand ja eher. Märchen. Was die erzählen, nichts als Märchen. Er kriegt sich beinahe überhaupt nicht mehr ein. Schließlich sammelt er sich wieder. Entschuldigt, aber manchmal geht es mit meinem Temperament durch, sagt er so leise, dass man es kaum noch hören kann. Ach, was soll's, das passiert doch jedem mal. Wenn ihr es nicht so tragisch nehmt, bin ich ja beruhigt. Soll ich euch noch etwas zu trinken bringen? Ja, einen noch. Ihr trinkt noch einen Becher von Askrims selbstgebrauten und verabschiedet euch dann. Schade. Naja, es hat mich sehr gefreut. Kommt ruhig wieder vorbei, wenn ihr mal zufällig in der Gegend seid, sagt Askrim. Er bringt euch zur Tür und ist sichtlich um eine höfliche Abschiedung bemüht. Das war ja nicht so produktiv. Also wir haben zwar ein paar Informationen noch bekommen, aber die Hinweise auf die anderen Nachfahren von Hügelig, die hatten wir alle schon. Und wir waren auch bei den allen schon. Schade, schade. Wir können ja nochmal bei ihm reingucken. Nun kommt doch erstmal rein. Nein, wir haben nur ein paar Fragen. Macht mir doch die Freude. Er schaut euch beinahe flehend an, sodass ihr außerstande seht, die Einladung abzulehnen. Diesmal probieren wir nur von seinem Urgroßvater zu sprechen und sagen diesmal nichts über Hügelig. So, jetzt hätten wir die Möglichkeit zu sagen, dass wir gehen müssen oder was über Hügelig fragen. Eben gerade haben wir über Hügelig gefragt, jetzt tun wir so, als wenn wir wirklich nur wegen seinem Urgroßvater gekommen wären, weil wir die Geschichte nochmal hören wollten
und müssen jetzt leider gehen. Hoffentlich sagt er dann was anderes. Nee, er sagt nur genau das Gleiche. Na gut, schade. Aber ein Name mehr von der Liste abgehakt. Dann gehen wir doch mal hier rein. Schon wieder ein Travia-Tempel. Die verfolgen uns echt. LP 71. Und wir sehen uns gleich wieder.